So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Rix Charlie und ihr habt auf dieses Video geklickt, weil ihr ein echter Pro-Gamer werden wollt. Und ihr wisst ja selber, dass ich ein sehr erfahrener und erfolgreicher und schlechter Spieler bin. Und ihr seht schon daran, dass ich selber ein Pro-Gamer bin, da ich den UX-Jersey trage und Arena spiele. Denn mehr Competitive geht, glaube ich, überhaupt gar nicht. Und ich bin mittlerweile sogar so gut, dass sich keiner traut, in meine Lobby reinzukommen. Außerdem habe ich Pro im Clan-Tech und ein richtig heftiges Emblem, was euch zu irgendetwas animieren soll, aber ich weiß nicht genau was. Ich meine, ich habe 0 Matches gefunden, dann auf einmal 50, dann wieder 0. Dann wieder 50 und dann wieder 0. Wow! Aber ich habe euch heute mal 5 Tipps mitgebracht, wie ihr richtiger Competitive-Spieler werden könnt. Ihr müsst entweder bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube, bei Google Plus generell, bei allen Social-Media-Plattformen, ja, auf Skype müsst ihr alle in den Status oder am Namen haben, eSports oder Competitive nach eurem Gamertag. Ja, das muss sein, möglichst auch Competitive richtig geschrieben. Digga, wie lange suche ich denn jetzt schon ein scheiß Match, Mann? Ihr müsst mindestens 2-mal stündlich nach einem Scrim fragen. Egal, ob ihr in der Schule seid, ob ihr wirklich zu Hause seid, ob ihr an der Konsole seid, ob ihr gerade solo zockt, es muss nach einem Scrim gefragt werden. Ansonsten seid ihr inaktiv. 2-mal die Stunde, Leute, merkt euch das. 2-mal die Stunde. Ihr müsst öfter am Tag nach Scrim fragen, als ihr Zähne putzt, ja? Digga, wieso findet man denn kein Arena-Match? Seht ihr, Leute, ich bin mittlerweile so ein heftiger Spieler und so high-ranked, dass sich keiner mehr traut, mit mir in eine Lobby zu kommen. Verdammte Scheiße, Alter, jetzt kommt nochmal ein Match. Digga, wenn ich da jetzt hier eine Lobby finde bei Moshpit, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Fuck it, die Gegner haben alle Angst. Wir suchen jetzt einfach Public. Wir suchen Public, komm, scheiß drauf. Search and Destroy, gib ihm, ist genauso heftig competitive, okay? Okay, Leute, fuck it. Wir haben jetzt einfach Public gesucht, juckt mich nicht, Digga. Warum finde ich kein Dings beim Arena? Verdammte Scheiße. Ich spiele bestimmt eh gegen Hurensohn, also juckt mich nicht. Gib mir Bombe. Ah, Wichser, Alter. Stirb doch, Digga. Was, Digga? Der fuse doch schon. Ach, du Scheiße. Und das ist wirklich auch der wichtigste Tipp eigentlich, denn wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr wirklich kein Profi und erst recht nicht professionell oder so. Ihr müsst euch auf Twitter rechtfertigen nach jedem Match. Egal ob knapp gewonnen oder generell verloren. Natürlich bei verloren sowieso, aber bei knapp gewonnen. Eigentlich auch. Eigentlich auch. So, der macht das hier gut, der sitzt das hier 40 Sekunden lang aus, der weiß, der kann kein One-on-Two gewinnen. Der kann das nicht, ja? Der Hautzeit, Haarwaut, keine Ahnung, scheiß auf den Namen. Der kann gegen Sebri 2000 nicht gewinnen, ja? Weil der ist 16 ist. Was soll der dagegen machen? Die Haarwautzeit, der ist on fire, der Typ ist on fire, Alter. War der nicht Kotchamps 2013? Haarwautzeit? Bestimmt. Denn normalerweise würde ein Lucia heißen, dass ihr schlechter als das gegnerische Team wart, ja? Und das kann ja nicht sein, weil ihr seid ja generell das beste Team, so, ne? Das, ihr müsst euch wirklich auf Twitter rechtfertigen, Leute. Das müsst ihr von Beginn an lernen und es muss sein, ja? Und das kann auch gerne in einem Tweet enden. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr habt getweetet, wo der Fehler war, warum es nicht an euch lag und also woran es bei den anderen natürlich lag. Ihr könnt euch da irgendwas aus den Fingern saugen. Ja, es juckt keinen. Ja? Macht es einfach und dann seid ihr echt erst professionell. Wirklich. Digga, es hat gelaggt, ganz klar, Digga. Digga, ich muss kurz was tweeten. So. Beliebte Ausreden sind zum Beispiel auch, Digga, diese Regel, ne? Niemals ist das fair. Niemals ist das fair, Alter. Das ist doch kein Competitive mehr. Digga, ich geh inaktiv. Digga, ne? Auf LAN, ne? Die hätten so kassiert. Auf LAN, die hätten alles kassiert, Digga. Wir hätten so platt gemacht, Digga. Ich schwöre. Gib mir die Bombe. Alles klar, oder auch nicht. Digga, auf LAN, ne? Ich hätte die Bombe gehabt. Auf LAN, ich hätte die Bombe gehabt. Dieser verfickte Internet-Hero. Nur mit seiner Con. Ja, Digga, auf LAN, ne? Er wäre viel schneller gestorben. Ich schwöre. Digga, auf LAN, er wäre viel schneller gedroppt. Digga, auf LAN, das Ding wäre viel schneller gewesen. Ich hätte das so schnell geplant, das gibt's gar nicht. Naja, diese Regeln auch, ne? Er darf mit Shiva spielen. Warum wurde das nicht gebannt im ganz normalen Chor suchen und zerstören? Scheiß Con-Huren, Alter. Scheiß Con. Das sind alles nur Con-Spieler. Auf LAN hätten die. What the fuck war das, Alter? War das gerade ein. Con-Spieler. Digga, na, auf LAN, das wäre nicht mal zugelassen gewesen, ich schwöre. Hä, Digga, wo ist denn jetzt hingerannt hier? Na, Fotze, Alter. Ja, Digga, ne, auf LAN, ihr hättet noch mehr kassiert. Oh, da ist noch einer. Ach, scheiße, auf LAN wäre gestorben. Auf LAN wäre gestorben. CWL wäre das direkt gesperrt gewesen. Auf CWL wäre das so gesperrt gewesen, ne? Ja, unglaublich. Ich guck ihn an, Alter, Sepp Killur. Guck mal, wie seine Schüsse connecten, ne? Auf LAN, ne? Seine Schüsse. Komm, verpiss dich. Auf LAN, er wäre schon längst tot gewesen. Komm, stirb. Ja, okay, dann nicht. Generell kann man auch als Ausrede für einen gesamten Lose, ja, kann man auch immer nehmen, dass die Gegner einfach hässlich sind. Ja, weil dann, das hat zwar nichts damit zu tun, dass man Call of Duty schlechter spielt, aber trotzdem, wenn die hässlich sind, dann zählt der Win eigentlich gar nicht für die, okay? So, Leute, jetzt kommen wir zum letzten Tipp und das ist auch wirklich der wichtigste. Ohne den sind wirklich alle unnötig, ja? Und zwar ist das immer eine Dose Effekt Energy Drink dabei zu haben, ja? Es muss wirklich sein, ja? Ansonsten ist das wirklich, könnt ihr alle Tipps eigentlich vergessen gerade eben, ja? Und das ist wirklich wichtig, dass ihr das mit dabei habt. Oh Gott, der holt mich ja fast jedes Mal mit dem Scheißding. Hätte ich davor jetzt hier keinen Effekt Energy Drink draußen gehabt, ich glaube, ich wäre gestorben. Also, for real jetzt gerade. Der ist ein Con-Spieler, der ist auf jeden Fall ein Con-Spieler. Auf jeden Fall ein Con-Spieler. Auf LAN, er hätte so, oh mein Gott. Der Pack Opening. Oh!
Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, BRM-Camo. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Ach du Fuck. Heilige Scheiße. Und das war's von dem Video. Ich hoffe mal, wie immer, dass es euch gefallen hat und nehmt es nicht unbedingt wirklich so ernst, ja. Alle, Beispiele sind natürlich sehr fiktiv und entsprechen nicht der Realität oder realen Beispielen. Also ja, so viel dazu. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann würde ich mich extrem über eine Bewertung freuen, wie auch eigentlich immer sonst. Aber wie gesagt, haut da rein, Leute. Tschüss.